Anke Ewerts, herzlich willkommen im Mindset-Podcast. Schön, dass du da bist. Christian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe über dich gelesen, Anke, dass du über dich selbst sagst, ich bin ein Mensch mit zwei Leben, eins vor meinem Tod und eins nach meinem Tod. Du hast eine Nahtoderfahrung gemacht, 2009, wenn ich richtig informiert bin. Magst du uns mal mit auf die Reise nehmen? Was meinst du mit dieser Aussage und was ist damals passiert und wie hat das seitdem dein Leben verändert? Oh, kolossal. Also, was mir 2009 passiert ist, war das größte Geschenk meines Lebens. Ich hatte einen Unfall, einen Brandunfall. Ich habe mich beim Kamin anzünden versehentlich, habe ich das Brennen angefangen. Meine Kleidung hat gebrannt. Mein ganzer Körper hat gebrannt. Meine Haare haben gebrannt. Ich stand gefühlt nach ein paar Sekunden wie eine brennende Fackel in unserem großen Wohnzimmer und habe Feuer eingeatmet und wusste in dem Moment, ich sterbe. Und das für mich Spannende ist, dass ich mich davor jahrelang danach gesehnt hatte. Ich war also davor eine Frau, die Todessehnsucht hatte oder sich im Lauf des Lebens in eine Todessehnsucht hinein manövriert hat, über meine Gedanken, über meine Lebensausrichtung. Ich hatte mich komplett verloren und weiß, was absolute innere Leere bedeutet und Einsamkeit, abgeschnitten sein von dem, was uns alle erfüllt und was uns trägt. Also ich wusste davor noch nicht mal, was mich glücklich macht oder was ich gerne esse oder mit welchen Menschen ich gerne zusammen bin. Und dann kam dieser Weckruf, dieser Unfall, der mich gefühlt innerhalb von ein paar Sekunden in Welten gebracht hat, die mich heute tragen. Also durch dieses Brennen, durch dieses Einatmen des Feuers habe ich verstanden oder habe begriffen, dass ich jetzt sterbe. Ich habe diesen Moment des Todes erlebt. Und es katapultierte mich dann aus meinem Körper heraus. Also ich beschreibe das immer gern, dass es mich danach zweimal gab. Einmal dieser körperliche Teil von mir, der anfing zu wackeln und ja, in Flammen stand. Und dann einen anderen Teil, der da ganz erstaunt drauf blickte, plötzlich sehr neutral war, eher neugierig und beobachtet hat, wie mein 14-jähriger Sohn ins Wohnzimmer stürzte und sich auf diesen brennenden Körper warf und mit Teppichen das Feuer gelöscht hat. Es wurde dann der Notarzt gerufen, mein Körper wurde mit dem Hubschrauber nach München ins Krankenhaus gebracht und ich selbst war die ganze Zeit anwesend. Ich war dabei, ich habe die Notärztin beobachtet, ich habe dauernd versucht, mit ihr zu sprechen und ihr zu sagen, dass alles in Ordnung ist, dass es mir gut geht. Und das alleine war schon eine Erfahrung, die unbezahlbar ist, weil ich erstens die Angst vor dem Tod verloren habe oder diese Unsicherheit. Wir alle haben ja so eine Unsicherheit. Wie geht es denn hinterher weiter? Wir hoffen, dass dann ein Licht kommt oder wir glauben daran, dass wir abgeholt werden oder dass sich dann ganz andere Welten öffnen. Aber durch dieses bewusste Erleben habe ich natürlich einen komplett anderen Blickwinkel jetzt auf den Tod selbst, aber auch auf das Leben. Und das andere für mich eindrücklichste war, dass ich die Identifikation mit meinem Körper verloren habe in diesem Moment. Also wir alle glauben ja, ich bin dieser Körper oder ich bin an diesen Körper gebunden. Und das hörte in dem Moment auf, weil ich gemerkt habe, auch außerhalb des Körpers existiere ich
weiter. Und zwar fast genauso wie in diesem Körper. Also das war unglaublich spannend. Du hast gerade gesagt, als du in diesem Notarztwagen lagst, du hast dich gesehen und du wolltest mit der Notärztin sprechen, alles in Ordnung. Hast du da schon mit deinem Bewusstsein deinen Körper verlassen? Und wenn ja, wann ist das passiert? Das Wenn du auch sagst, passierte ich in, konnte auf meinen Körper blicken. ja, das, also bewusst habe ich gar nichts gemacht. Es geschah einfach. Und Ja. es geschah in dem Moment, als mir bewusst wurde, jetzt sterbe ich. Das war ein Moment, wo ich wirklich alles an, nach oben abgegeben habe oder an eine höhere Instanz abgegeben habe, wo ich aufgehört habe, diese Flammen kontrollieren zu wollen, ausklopfen zu wollen, wo ich so diese ganze Kontrolle, die wir alle so über unser Leben ausüben, wo diese Kontrolle wegbrach. In dem Moment löste ich mich mit meinem Bewusstsein aus meinem Körper. Wie kann sich der Normalsterbliche diesen Prozess vorstellen? Oder ist es überhaupt im menschlichen Geist zu greifen? Ja, ich glaube, wir können uns das alle vorstellen. Wir kennen oder haben von außerkörperlichen Erfahrungen gehört, die man bewusst, wie sagt man da, begehen kann oder unternehmen kann. Viele Menschen flüchten aus ihrem Körper permanent. Die sind viel in den Gedanken, die sind in der Vergangenheit, in der Zukunft, irgendwo, aber überhaupt nicht anwesend in unserem Körper. Also ich glaube, das, was mir geschehen ist, geschieht jedem Menschen dauernd, permanent. Im Gegenteil, wir wissen gar nicht, wie sich wirkliche Präsenz anfühlt. Dieses wirkliche im Hier und Jetzt anwesend sein. Man kann es sich vorstellen, dass man wirklich von außerhalb ganz neutral auf den Körper blickt, ähnlich als würde man in einen Spiegel blicken. Und die sich selbst exakt genauso wahrnimmt wie innerhalb des Körpers. Also es war exakt das gleiche Gefühl. Ich hatte Beine, ich hatte Füße, ich stand auf einem Boden, ich blickte durch meine Augen auf ein Geschehen und habe das ganz verwundert wahrgenommen. Und der einzige Unterschied war, dass dieser Körper, den ich da jetzt aus dem heraus, dass alles, ich das alles wahrnahm, der wirkte leicht transparent. Der war nicht mehr so materiell wie vorher. Bist dann ins Krankenhaus gekommen und wurdest in einen künstlichen Koma gelegt, richtig? 9 Tage lang? Genau. Ja, auch der Titel deines Buches, 9 Tage Unendlichkeit. Nimm uns mal mit auf diese Reise. Wie hat dein Bewusstsein diese 9 Tage erlebt? Oder du, Anke, als dein Bewusstsein? Oh, wie viel Zeit haben wir? Fang an, nimm uns auf. Deswegen bist du, freue ich mich so, dass du hier zu Gast bist, weil wir hatten dieses Thema, auch Thema Tod, noch nie in diesem Podcast. Oh, schön. So ein wichtiges Thema. Ja. Ja, eigentlich hatte ich um diesen Unfall gebeten. Ich hatte immer und immer wieder nach oben geschrien. Ich war ein Mensch, ich wollte immer erfahren, wer bin ich wirklich. Ich habe immer nach dem Sinn des Lebens gesucht. Und da ich ihn in mir nicht finden konnte und im Außen auch nicht finden konnte, habe ich gedacht, ich muss in seelische Welten zurück, um zu erkennen, wer ich wirklich bin. Als das dann geschah und mir bewusst wurde, ich bin tot, also davon ging ich die ganze Zeit aus, habe ich auf ein Licht gewartet, auf einen Tunnel gewartet, wie es so viele Menschen beschreiben. Ich hatte mich auch vorher schon damit beschäftigt. Ich hatte also das Buch Leben nach dem Tod gelesen und wusste, jetzt geht es irgendwie weiter. Und ich befand mich im Krankenhaus. Ich habe die Ärzte beobachtet, habe dort festgestellt, mich sieht niemand. Die kümmern sich alle um diesen Körper, aber mich selbst sieht und hört niemand. Eine ganz spannende Erfahrung.
Und habe dann beobachtet, wie sie eben meinen Körper ins Koma legten. Das ging recht schnell, wie sie ihn erst versorgten. Und ich habe die ganze Aufregung darüber nicht verstanden. Und plötzlich kam aber im Krankenhaus, veränderte sich die Energie in diesem Raum, in dieser Intensivstation. Die Wände schienen sich auszudehnen. Alles wurde plötzlich farbig, lichtdurchflutet, sphärisch in meiner Wahrnehmung. Und in diesem Raum tauchte eine Lichtpräsenz auf, eine goldfarbene Präsenz, anders kann ich das gar nicht beschreiben, die mich ansprach, die mich wahrnahm. Das war der erste Moment, in dem ich wahrgenommen wurde. Und die mich ansprach mit den Worten: Anke, hier gibt es im Moment nichts mehr für dich zu tun, aber ich würde dir gern was zeigen. Und in diesem Moment war ich der glücklichste Mensch der Welt, weil ich wusste, jetzt geht's weiter, jetzt geht's wohin auch immer. Und diese Präsenz, die ich heute meinen Lehrer nenne, umarmte mich, also nahm mich in ihr Energiefeld auf und es zog mich aus diesem Krankenhaus raus. Aus diesem Raum, durch die Decken durch. Ich sah das Krankenhaus plötzlich von oben. Ich sah München von oben, es war Nacht, irgendwo 11 Uhr oder so. Und ich war eine ganze Zeit noch nach unten orientiert mit meinem Blick. Also ich guckte noch ganz fasziniert auf die Lichter der Stadt. Doch plötzlich veränderte sich mein Blick und ich guckte nach oben und war ganz gespannt, wo es mich jetzt hinzog, wo mich diese Präsenz hinbrachte. Und der erste, wie sagt man da, der erste Stop, der erste Bereich war ein Licht, eine lichtvolle Ebene, von der fast alle Menschen sprechen, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben. Ein Licht, ein lebendiges Licht, das es hier auf unserer Erde nicht gibt. Oder besser gesagt, das können wir mit unseren Augen, mit unseren begrenzten Sinnen nicht wahrnehmen. Dieses Licht existiert überall, aber es ist einfach für unsere Wahrnehmung, nicht greifbar. Und als ich dort angekommen war, habe ich gedacht, jetzt bin ich zu Hause. Das ist unsere seelische Heimat. Doch da ging diese ganze Reise erst los. Ich wurde 9 Tage geschult in den seelischen Ebenen. Und ich glaube, das kommt daher, weil ich unfassbar viele Fragen hatte. Da ich natürlich mein ganzes Leben lang nach dem Sinn gesucht habe, habe ich diesen geistigen Lehrer gelöchert, noch und nöcher. Warum sind manche Menschen so unglücklich? Warum haben andere nie Probleme? Warum ist der eine reich, der andere arm? Warum diese Unterschiede in unserem Menschsein? Wie funktioniert Homöopathie? Was hat es mit der Astrologie auf sich? Was heißt Seele? Wo kommen wir eigentlich her? Wer sind wir wirklich? Also ich hatte 1000 Fragen und die wurden mir dort beantwortet. Auf eine multidimensionale Art und Weise, die mich noch heute in absolute Ehrfurcht versetzt. Was meinst du damit auf eine multidimensionale Art und Weise? In diesen seelischen Welten sind wir nicht an unseren Verstand gekoppelt. Also wir sind da nicht begrenzt durch ein Denken und auch nicht durch ein Fühlen, sondern dort existieren wir in einer absoluten, allumfassenden Wahrnehmung, in einem Zustand. Und wenn du dort eine Frage hast, dann wird dir im gleichen Moment, also du hast diese Frage noch nicht mal zu Ende formuliert in dir, werden dir sämtliche Wahrnehmungen, Antworten bewusst. Also zum Beispiel, als ich mich gefragt habe, warum habe ich mir diese Mutter ausgesucht? Und diesen Vater konnte ich
in einem einzigen Moment sämtliche Zusammenhänge sehen, also Zeitpunkte in unserem Leben, die für mich entscheidend waren, wo meine Mutter oder mein Vater mir wichtige Dinge beigebracht haben. Ich war zeitgleich im Bauch meiner Mutter. Ich habe meine Zeugung gesehen. Ich habe eine seelische Verabredung für dieses Leben gesehen. Ich habe vergangene oder andere Leben gesehen, in denen wir schon verbunden waren. Ich habe diese Liebe gespürt, die uns miteinander verbindet, diese höhere Liebe. Und all das in einem einzigen Moment, das meine ich mit multidimensionaler Wahrnehmung, die also in keinster Weise begrenzt ist, die auch nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Und so eine Wahrnehmung, du nimmst jetzt das Beispiel, warum habe ich mir diese Mutter ausgesucht, hat die dann auch diese multidimensionale Wahrnehmung und Antwort dafür gesorgt, dass du dann in dem Moment, ich drücke es jetzt natürlich mit dem weltlichen Geist aus, als dankbar warst für deine Mutter oder dass du in dem Moment das erste Mal das annehmen konntest, deine Eltern, diese bedingungslose Liebe zu deinen Eltern hattest, hast du das dann sofort gemerkt, dass sich in der Beziehung etwas verändert oder kam das erst später nach der Koma-Zeit? Beides. Also dieser Moment hat alles geschiftet, was ich hier als Mensch, als Tochter bisher dachte und gefühlt habe. Also mir wurde bewusst, warum mich mein Vater auf diese Art und Weise erzogen hat, was das auch mit ihm zu tun hat, mit seiner eigenen Kindheit. Mir wurde bewusst, was ich mir für dieses Leben ausgab, mit seiner Erziehung oder seinen Erziehungsmaßnahmen entgegenkam, geholfen hat. Ich habe die Ängste meiner Mutter gesehen und wahrgenommen. Also es hat komplett diesen Blickwinkel verändert, diesen begrenzten Blickwinkel, den wir Menschen hier haben, in einen übergeordneten Blickwinkel. Und dadurch brachen alle Kartenhäuser in sich zusammen, die wir uns so in unserem Menschsein so aufbauen. Sämtliche Schuldzuweisungen fielen in sich zusammen. Das Einzige, was blieb, war eine unglaubliche Dankbarkeit und eine bedingungslose Liebe, aber auch mir selbst gegenüber und meinen Eltern gegenüber. Und auf der anderen Seite ging ich ja doch davon aus, ich bin tot. Also ich wusste, oder in dem Moment, glaube ich, habe ich gefühlt, das nächste Mal, wenn wir uns verabreden und wenn ich wieder eure Tochter bin, dann gehe ich achtsamer mit unserer Beziehung, mit unserem Verhältnis um. Du hast gesagt, du hattest eine Menge Fragen. Ja, wahrscheinlich zu viele Fragen für diesen Podcast doch. Was waren vielleicht deine drei wichtigsten Fragen oder die Fragen, die am meisten seitdem, du bist ja jetzt wieder in diesem Leben, die am meisten dein Leben verändert haben oder wie du seitdem lebst? Kannst du das so konkret formulieren? Also das für mich persönlich Allerwichtigste war die Erkenntnis, dass wir wirklich durch und durch zu 100% Schöpfer unserer selbst sind. Dass es niemand von außen gibt, der von uns etwas erwartet. Dass es so etwas wie Schuld nicht gibt. Dass es auch eine übergeordnete Erwartung eben nicht gibt, sondern dass wir mit unserer Ausrichtung, mit unseren Gedanken, mit unserem Blickwinkel unser Leben durch und durch selbst erschaffen. Also für mich war das so bedeutend, weil ich in meinem alten Leben nach außen hin alles hatte. Ich war eine sehr erfolgreiche Frau, eine Geschäftsfrau. Ich hatte Pferd, Haus, Boot, was auch immer. Viel Geld, war aber innerlich absolut abgeschnitten von mir. Und ich war dafür verantwortlich. Und früher hatte ich die Schuld immer im Außen gesucht. In meiner Kindheit, in was auch immer. Und dieses Kartenhaus brach komplett in sich zusammen. Also es hat mich in eine radikale Selbstverantwortung gebracht.
Und das zweite für mich ganz Entscheidende war die Erfahrung der Liebe. Wir Menschen sprechen hier viel von Liebe, aber ich weiß heute, dass wir nicht im Entferntesten eine Ahnung davon haben, was wirkliche Liebe bedeutet und wie sehr wir getragen sind davon, wie sehr unsere Zellen diese Liebe im Körper gespeichert haben, wie sehr wir da eingebettet sind in etwas Höheres, Kosmisches, Allumfassendes. Und dass eben auch ich in diese Liebe eingebettet bin, auch das hat alles verändert. Ich kann mich seitdem überhaupt nicht mehr alleine fühlen, einsam fühlen. Das ist gar nicht mehr möglich. Hast du dann damit dieses Verbundensein, dieses All-Eins-Sein, wie das unser Verstand so schön beschreibt, auf dieser multidimensionalen Ebene gefühlt, wahrgenommen? Ist das, was du Da, mit Liebe beschreibst? dort existiert nichts anderes. Hm. Also dort existiert keinerlei Trennung. Die gibt es nur hier im Körper. Und die hat auch einen großen Sinn, wie ich heute weiß. Dort in diesen Ebenen bist du wirklich mit allem verbunden. Und du steuerst dort durch deine Ausrichtung, durch deine Fragen oder durch deine Aufmerksamkeit, steuerst du die Richtung, in die du eintauchst. Also ich hatte zum Beispiel gefragt, was denn die Quelle ist oder die Schöpfung. Ich habe nach Gott gesucht und tauchte in diese Quelle ein. Das war eine Ebene oder eine Sphäre, die ist so unbeschreiblich, weil sie eigentlich nur aus Farben besteht. Das ist eine Ebene, in der die Schöpfung geboren wird, in der die ersten, die ersten Qualitäten ihren Ursprung nehmen. Und dann dahinter existiert ein All-Eins-Sein, eine Leere, eine Dunkelheit, in der alles enthalten ist, die für mich heute die Schöpfung selbst darstellt. Also das, was so dieses, ja, was wir mit All-Eins-Sein beschreiben. Aus dem entstehen wir und sind mit unserer Seele, mit allem, was wir sind, in diese Felder, in diese Ebenen eingebettet. Was ist eine Seele? Eine Seele ist ein Bewusstseinsfeld, ein Teil, ein Spektrum des großen Ganzen. Und jede Seele hat eine, oder die Seelen haben unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt Seelen, deren Hauptausrichtung ist Erneuerung. Das sind so die Erfinder unter uns, die überhaupt nicht genug kriegen können, neue Werte zu schaffen, neue Felder zu eröffnen, bestimmte Bereiche miteinander zu verknüpfen. Die sind überhaupt nicht jetzt auf Liebe ausgerichtet, sondern sie wollen erschaffen. Andere Seelengruppen, Seelenfelder, die sind ganz stark auf die Liebe ausgerichtet und konzentrieren sich auf die Erde, auf die Tiere, auf die Natur, auf die Menschen. Die wollen heilen, die wollen verbinden. Und so gibt es verschiedenste Ausrichtungen. Und das macht unsere Welt hier als Menschen so kunterbunt, so vielschichtig. Und alle haben ihre Berechtigung und ihren Sinn. Ja, alle sind wie Puzzleteile eines großen Ganzen. Und nur zusammen ergeben wir ein gemeinsames Bild. Es ist also fatal, nur auf bestimmte Bereiche zu blicken, sich jetzt nur auf die Liebe zu konzentrieren. Und wir leben hier in einer Dualität, in einer Welt der Gegensätze. Deswegen haben wir unseren Verstand, der bewerten kann, der Entscheidungen treffen kann, der auch dazu in der Lage ist, dass wir uns selbst in Frage stellen.
was eigentlich aus meiner heutigen Sicht total verrückt ist. Warum Aber ist das verrückt? Finde ich eine spannende Aussage. Warum ist das aus deiner heutigen Sicht eigentlich total verrückt? weil wir in ein so unermesslich großes Ganzes eingebettet sind, weil unser Körper verkörperte Schöpfung ist. In jeder unserer Zellen tragen wir diese übergeordnete Liebe in uns. Und einem kleinen Baby, wenn wir geboren werden, ist es uns als Baby ist uns das absolut bewusst. Da schweben wir noch zwischen den Welten, so ähnlich wie es mir ging, als sie mich aus dem Koma zurückgeholt haben. Da war ich eine ganze Zeit, pendelte ich zwischen diesen materiellen Bereichen und den seelischen hin und her. Und ich glaube, bei Babys ist es exakt dasselbe. Und dann wird uns beigebracht, nachzudenken und Entscheidungen zu treffen und uns auf bestimmte Bereiche auszurichten. Und dadurch verlieren wir dieses Angebundensein. Und hat aber auch einen großen Sinn. Ja? Und das, aber es ist eigentlich total verrückt, was wir Menschen hier machen. Ja. Es gibt ja die wissenschaftliche These, dass Babys diesen Angebundensein-Zustand verlieren in dem Moment, in dem der Kopf sich oben schließt, also die Schädeldecke zusammenwächst. Das ist so spannend, was du erzählst. Ich habe jetzt 1000 Fragen, die ich dir am liebsten stellen würde und muss jetzt gerade aufpassen, dass ich den roten Faden ein bisschen in dem Podcast halte. Also du hast jetzt erklärt, was Seele ist. Wenn du 9 Tage in diesem Lichtfeld warst, gab es da auch den Moment, also wir haben ja, ich fange anders an, mit unserem Verstand immer diese unfassbar komplexe Welt. 8 Milliarden, nennen wir sie jetzt mal, unterschiedliche Energiewesen, Seelen, jeder sein eigenes Konzept im Kopf. Es ist ja eigentlich ein, wie die Natur auch, ein unorganisiertes Chaos, aber irgendwie funktioniert das alles und keiner von uns versteht mehr, wie funktioniert eigentlich die Welt und die Menschheit. Gab es für dich in den 9 Tagen in dieser multidimensionalen Wahrnehmung einen Punkt, ich drücke es jetzt mit meinem menschlichen Verstand aus, wo du das auf einmal alles verstanden hast oder wo das Sinn für dich gemacht hat, warum wir auch als Menschheit so leben, wie wir aktuell leben und an dem Punkt auf dieser Erde sind, wo wir gerade sind? Ja, absolut ja. Aber okay, da nimm uns weiß mal ich da nicht. bitte richtig mit rein. Oh, das ist wirklich ein großes Feld. Ja. Mein Blickwinkel hat sich um 180 Grad gedreht. Ich weiß heute, dass die Seele sich im Körper verankert, in diesen 9 Monaten, in denen die Seele inkarniert in diesen Körper. Und zwar nur zu einem Teil, zu einem Bruchteil verankert sie sich. Und den Rest in unserem Körper, in unserer Wahrnehmung lässt sie offen. Da lässt sie einen offenen Raum für all die vielen spannenden 8 Milliarden Erfahrungen, die wir hier als Mensch machen können. Die Seele möchte in diese materielle Welt eintauchen. Und das ist ein ganz anderer Blickwinkel, als ihn sehr viele Menschen haben. Viele Menschen glauben, sie sind bestraft, weil sie als Mensch leben müssen. Sie sind getrennt von Gott. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Seele möchte hier Erfahrungen machen. Und zwar am liebsten in allen nur erdenklich möglichen Spektren. Macht, Ohnmacht, Hass, Liebe, Verzweiflung, Erfülltsein, Geben, Nehmen, in all diesen vielen, vielen Möglichkeiten, die wir hier zur Verfügung haben. Und du hast eben gesagt, wir hätten 8 Milliarden verschiedene Welten, in denen wir rumlaufen. Eigentlich haben wir das gar nicht. Eigentlich sind wir alle ziemlich gleich. Wir fühlen Trauer alle gleich. Liebeskummer fühlt sich für uns alle gleich an. Hoffnung, Wünsche, ein Ziel setzen, all das sind gleiche Gefühle, die wir in uns tragen, egal welche Hautfarbe wir sind, egal welche Ausrichtung wir haben. Körperlicher Schmerz fühlt sich für uns gleich an und wir denken auch gleich. Wir nutzen diese Möglichkeiten, die wir hier haben, nur unterschiedlich. Jeder von uns ist anders geprägt, hat andere Erfahrungen in seinem Gepäck und
macht dadurch ganz eigene oder formt dadurch ganz eigene kreative Bilder. Es wirkt unterschiedlich, aber eigentlich ist es das gar nicht. Ich glaube, wir sind hier, tauchen in diese, in dieses Denken ein, in diese Trennung, um dann einen Weg zu gehen, von dem wir glauben, es ist der richtige. Ich muss jetzt auch aufpassen, weil sonst sprengt es hier den Rahmen. Lassen uns von unserem Verstand lenken und führen, übergeben ihm also praktisch die Führung in unserem Leben, um dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo wir merken, wir haben uns ganz gewaltig vergaloppiert. Es fehlt etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Dann setzt dieser Shift ein, oft durch eine Krankheit, oft durch Herausforderungen im Leben. Bei mir war es halt dieser Unfall, aber es war exakt dieser Moment. Und dann beginnen wir uns auf die Suche nach etwas Wahrhaftigem zu begeben und landen wieder bei der Liebe. Wir landen bei der Anerkennung, wir landen im Gefühl und stellen dann fest, dass es vielleicht nicht der richtige Weg war, dem Verstand die Kontrolle zu übergeben, sondern werden dann wieder sehr weich, beginnen uns selbst zu lieben, selbst wert zu schätzen und geben unserem Leben eine komplett neue Note. Warum will die Seele diese materiellen Erfahrungen machen? Die Seele möchte in alle Räume, in alle Bewusstseinsräume eintauchen. Und da sie sehr hochschwingend ist und Bewertung zum Beispiel nicht kennt, Urteile nicht kennt, sie kennt auch nicht das Gefühl, von etwas getrennt zu sein oder zum Beispiel mit einem Körper identifiziert zu sein. Das sind alles Bereiche, die sind ihr unbekannt. Hass, Wut, Mangel. Und deswegen ist es für sie wie ein spannender Abenteuerspielplatz, diese Gefühle zu erleben in einem Körper, in einem Gefühl, du und ich existieren getrennt voneinander. Und zu denken, Entscheidungen zu treffen, eben nicht multidimensional existieren zu können, sondern an so etwas wie Raum und Zeit gebunden zu sein. Das ist für sie wirklich außergewöhnlich. Und je mehr wir aber dann unseren Fokus verändern im Lauf unseres Lebens und diese Liebe in uns wieder entdecken, umso mehr eröffnen sich in uns diese seelischen Räume. Das heißt, wir kehren zurück in eine Existenz, die wir schon immer waren, aber für viele, viele Jahre unseres Lebens einfach vergessen oder verloren hatten. Glaubten. Gibt es dann in diesem Prozess für uns auf seelischer Ebene eine finale Lernaufgabe in diesem menschlichen Leben? Und wie hängt das Thema Reinkarnation da damit zusammen? Oh, du stellst spannende Fragen. Ja, immer so gerade, was mir in den Kopf kommt, während ich dich so fantastisch reden höre. Toll. Ja, also wir haben in unserem Leben zwei ganz spannende Punkte zu bewältigen, wir alle. Wenn wir mal davon ausgehen, jeder von uns hat sich für dieses Leben etwas vorgenommen, einen Lernbereich vorgenommen, wie ein bestimmtes Studienfach in der Uni und möchte da bestimmte Scheine schreiben oder Scheine machen. Dann gibt es in unserem Leben einen Zeitpunkt, wo wir das erkannt haben, wo wir diese Themen, die wir uns als Lernfelder vorgenommen haben, erreicht haben. Zum Beispiel, ich möchte Vergebung lernen. Dann kann es sein, dass uns etwas wirklich Schmerzhaftes im Leben geschieht und wir furchtbar wütend sind, furchtbar in der Anklage sind, aber im Lauf der Zeit lernen, dem Außen, dem anderen oder dem, was da geschehen ist, zu vergeben und wieder in einen Frieden zu finden. Jetzt sind wir aber vielleicht gerade mal 45 Jahre alt und haben diesen Prozess erledigt, abgearbeitet.
viele Menschen spüren das in sich. Die spüren dann eine Art Shift, einen Punkt, an dem wir wiederum eine Wahl haben, gehe ich darüber hinaus? Also studiere ich weiter, suche ich mir ein anderes Studienfach aus in der großen Universität des Lebens? Oder gehe ich da noch tiefer rein in dieses Thema der Vergebung? Also das haben wir, diese zwei wichtigen Punkte existieren in unserem Leben. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich zurückkam und wieder in meinem Körper war und dann mein ganzes Leben vollkommen auf den Kopf gestellt habe, weil nichts Altes mehr passte, dann kam ich an einen Punkt, wo ich wusste, jetzt ist es vollbracht. Es hat sich angefühlt wie abgeschlossen. Und ich hätte mir dort am liebsten eine Almhütte gemietet, wäre auf diese Almhütte gezogen und hätte den Rest meines Lebens nur noch staunend vor dieser Hütte gesessen und das Wunder der Welt bestaunt. Als Anke Eberts zurück. Als Anke. Okay. Genau. Und kam dann an einem Punkt, wo es dann irgendwann darum ging, erzählst du den Menschen von deiner Geschichte? Gehst du in die Öffentlichkeit damit? Ja, also das meine ich mit dieser Weiterentwicklung. Und weil du anfragtest wegen der Reinkarnation, wie das hineinpasst, ein Leben reicht bei uns niemals, um diese kunterbunten, unendlichen Möglichkeiten des Menschseins zu erfahren. Also in einem kurzen Leben können wir uns vielleicht auf das Thema Frieden konzentrieren oder Liebe oder Erneuerung oder was auch immer oder Mangel und Fülle. Ach Gott, es gibt so viele spannende Themen, dass unsere Seele immer wieder in diese Ebenen kommen möchte, weil sie hier noch was lernen möchte, da noch mal eintauchen möchte. Zum Beispiel Verlieben und Trennung, ja, diese Einheit, diese Verschmelzung. Darauf beruht unsere ganze Sexualität, darauf beruht alles Körperliche, weil wir ineinander verschmelzen möchten. In unserem Ursprung kennen wir das, da ist das für uns ganz natürlich. Und jetzt sind wir plötzlich in zwei Körpern und das funktioniert nicht mehr. Also suchen wir Wege. Und deswegen inkarnieren wir immer und immer wieder. Auch das ist aber auch ein spannendes Thema, denn in den seelischen Ebenen existiert kein Raum und kein Zeit. Das heißt, Vergangenheit gibt es nicht. Eigentlich gibt es auch keine vergangenen Leben. Alles geschieht jetzt. Also das ist so ein riesengroßes Thema, Christian. Ist das auch, du hast vorhin gesagt, du verstehst heute, warum wir in einem Körper leben und das Gefühl von Trennung haben. Ist die Antwort auch, um die Dualität erfahren zu können und daraus dann dass unsere Seele daraus dann ihre Erfahrungen sammeln kann? Oder gibt es da noch eine andere Ebene? Es gibt viele, viele unterschiedliche Ebenen. Ja, es sind alles verschiedene Bewusstseinsebenen, Schwingungsebenen. Wenn wir ganz in ganz tiefer, niedriger Schwingung sind, dann sind wir sehr wütend, dann sind wir sehr neidvoll, dann sind wir voller Anklage uns selbst gegenüber oder der Welt. Und wir entwickeln uns, unser Bewusstsein, Ebene für Ebene nach oben, erhöhen unsere Schwingung kontinuierlich. Dann gibt es diesen spannenden Bereich unseres Körpers. Wir haben über die Religionen, haben wir zum Beispiel, der christliche Glaube hat uns beigebracht, dass der Körper schmutzig ist. Oder dass der Körper nicht wertvoll ist. Ich habe ihn als das größte Wunderwerk erlebt, das uns überhaupt zur Verfügung steht. Andere Religionen sagen, dass das eine Art Fall aus dem Paradies ist, hier diese Körperlichkeit, und dass wir nur im Geistigen über Meditationstechniken wieder zu uns selbst finden. All das sind so Lernbereiche. Für mich ist der Körper selbst der Schlüssel. Also den Körper in seiner
in seiner Essenz, in seiner Liebe zu uns wahrzunehmen, ist für mich das, was mich seither durch meine Tage trägt. Es gibt ja viele Menschen, die die Nahtoderfahrung gemacht haben. Ich hatte unter anderem einen Mentor, bevor der gestorben ist, hatte der 4, 5 Nahtoderfahrungen. Und er hat das dann immer so beschrieben, dass er das Gefühl hatte, also er ist außerhalb von seinem Körper und er will da eigentlich nicht mehr hin zurück, weil das so schwer ist in diesem Körper. Jetzt hast du ja gesagt, in den 9 Tagen, es kam irgendwann der Punkt, wo du dich bewusst dafür entschieden hast, ich möchte in diesen Körper zurück. Wann, Anke, ist dieser Punkt gekommen und was war der Auslöser für diese Entscheidung? Also mir ging es auch so. Mein geistiger Lehrer brachte mich immer wieder ins Krankenhaus zurück. Ich guckte immer wieder auf diesen komplett einbandagierten Körper. Ich wusste, er ist schwerst verbrannt. Mein ganzes Gesicht war verbrannt. Meine Hände waren verbrannt. Er war einbandagiert, lag da 200 Kilo schwer wie eine Mumie. Mit Schläuchen wurde er beatmet und ernährt. Und ich habe nie verstanden, warum er mir diesen Körper zeigt. Und es kam irgendwann dieser Moment, wo ich in diesen Körper zurück sollte oder wo eine Entscheidung stattfand, ob ich mein Leben nochmal neu beginnen möchte, ob ich also diese Challenge, diese Herausforderung annehme oder ob ich dort bleibe. Und für mich war sonnenklar, ich bleibe da in dieses schwere Ding, das so viel Trauer in sich trug, so viel Einsamkeit und Leere, gehe ich nicht mehr zurück. Und bildlich gesprochen packte mich mein Lehrer aber hinten am Nacken und drückte mich oder zog mich in diesen Körper, in das Energiefeld meines schwer verletzten Körpers hinein. Er zwang mich zu meinem Glück, weil er mir etwas zeigen wollte. Und das war der Moment, wo aus einem Nein ein absolutes Ja wurde. Ich habe diesen Körper erlebt als farbiges, lebendiges Bewusstseinsfeld. Ich habe das Licht in meinen Zellen gesehen. Ich habe diese Liebe gespürt, die unser Körper uns gegenüber in sich trägt. Ich habe gespürt, wie sehr ich ihn vernachlässigt hatte, abgewertet hatte mein Leben lang, bestraft hatte. Und ich habe gesehen, dass jedes einzelne Organ eigene Farbspektren in sich trägt, eigene Aufgaben in diesem kosmischen Universum erfüllt. Ich habe Klänge gehört, Klangfarben unserer Zellen. Das ist unglaublich. Also wenn der Mensch auch nur ansatzweise das wahrnehmen könnte, was in unseren Körpern existiert, könnten wir nie wieder gemein uns selbst gegenüber sein. Es wäre unmöglich. Wir würden sofort in eine Selbstliebe katapultiert werden, die alles aufzulösen vermag, was wir an negativen Gedanken und Gefühlen in uns tragen. Das ist unglaublich, was unser Körper uns zeigt. Und war das dann so, dann hast du dich entschieden, in deinen Körper zurückzugehen und das war dann nach 9 Tagen und du hast mit deinem Bewusstsein bewusst entschieden, jetzt ist der Koma vorbei und die Ärzte sagen dann irgendwann in der weltlichen Welt, ja, jetzt ist wieder, oder wie? Ja, das Spannende ist natürlich, dass jetzt das zu übertragen in eine weltliche, mentale, verständliche Art für alle, die uns auch zuhören. Also würdest du sagen, ich habe meinen Koma dann selber beendet? Ich glaube, das war ein übergreifender Prozess. Mein Jahr hat dafür gesorgt, dass ich in diesen Körper zurückgegangen bin, dass ich wieder in ihn Einzug gehalten habe. Gleichzeitig haben die Ärzte dann für sich beschlossen, wir holen sie jetzt aus dem Koma raus. Und wenn ich mich anders entschieden hätte, weiß ich heute anhand des Arztberichtes,
dass es einen Moment gab, in dem ich einen Lungenzusammenfall hatte. Und ich glaube, dass ich dann oder dass mein Körper dann dort gestorben wäre. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, nicht mehr in ihn hineinzugehen. Wie das aber zeitlich genau abläuft, kann ich gar nicht sagen, weil ich in diesen seelischen Welten kein Zeitgefühl hatte. Das alles kann 5 Jahre gedauert haben oder 3 Sekunden. Das mit den 9 Tagen weiß ich nur, weil es halt so im Arztbericht stand, weil ich weiß, dass mein Körper 9 Tage im Koma lag. Warst du dann in dieser Zeit, wenn wir jetzt in dieser weltlichen Zeit einfach bleiben, in diesen 9 Tagen, in diesem Zustand des absoluten Friedens, der auch oft beschrieben wird von Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten? Ganz klar, ja. Es gab einen einzigen Moment, wo ich wirkliche Trauer gefühlt habe, wo ich wirklich Entsetzen gefühlt habe. Das war der Moment, als ich auf mein bisheriges Leben zurückgeblickt habe. Diesen Rückblick erleben werden wir alle erleben. Und ich wünsche den Menschen von Herzen, dass das ein wunderschöner Rückblick sein wird, wo sie auf ihre Herausforderungen blicken, auf die Momente, in denen sie über sich selbst hinausgewachsen sind. Ich blickte auf diese Leere zurück und habe erkannt, dass ich dieses wertvolle Leben absolut vergeudet habe, dass ich der Angst gefolgt bin und eben nicht über mich selbst hinausgewachsen bin. Und das war sehr traurig. Aber ansonsten war ich in einem absoluten Gleichklang. Das ist noch nicht mal, ich würde es noch nicht mal als glücklich beschreiben, sondern einfach erfüllt. In einem Zustand des absoluten Gleichklangs mit allem. Nach dieser multidimensionalen Erfahrung und Wahrnehmung, wie beschreibst du oder definierst du in unserer weltlichen Sprache Liebe und bedingungslose Liebe heute? Die Liebe, die die meisten Menschen kennen, ist immer an Bedingungen geknüpft. Ich liebe dich, wenn, sei so und so, dann gehörst du dazu, dann achtet man dich. Also wir alle streben nach Liebe. Wir alle streben danach, uns sicher zu fühlen, verbunden zu fühlen, gesehen zu werden vom anderen. Und zwar genau so, wie wir sind. Und da wir hier aber eine Liebe leben, die an Bedingungen geknüpft ist, verbiegen wir Menschen uns. Wir passen uns an und formen uns so, wie wir glauben, dass der andere uns haben möchte. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Bedingungslose Liebe liebt alles. Sie liebt alles gleichwertig. Also da gibt es überhaupt keine Erwartungen. Diese Liebe liebt auch die Angst. Die liebt auch die Wut. Die liebt all unsere vielen Ausdrucksmöglichkeiten. Diese Liebe blickt ganz wertfrei auf einen Mörder, auf Dinge oder Geschehnisse, die wir Menschen entsetzlich finden. Darf ich da gerade mal reingehen? Also diese Liebe blickt ganz neutral auf einen Mörder in dem Sinne, weil sie versteht, warum diese Person zum Mörder geworden ist, was die Geschichte dahinter ist, dass sie dann so irgendwann gehandelt hat. Und darauf blickt sie dann wertfrei. Also Ja, auf und der Metaebene. sie weiß, dass es den Mörder braucht, um hier eine Dualität leben zu können, um in eine Welt der Gegensätze eintauchen zu können. Da braucht es den Mensch, der Macht über uns ausübt, weil wir uns sonst nicht ohnmächtig fühlen könnten. Es braucht einen Mörder, der etwas Schreckliches tut für uns. Schrecklich, damit wir zum Beispiel Frieden lernen können, damit wir Vergebung lernen können. Die Liebe weiß, dass es diese Gegensätze braucht. Und damit meint sie nicht nur Tag und Nacht oder warm und kalt, sondern eben auch Dinge und Bereiche, die wir als absolut lieblos bewerten. Das ist jetzt spannend. Das ist ja jetzt die individuelle Ebene von uns einzelnen Menschen.
Bedeutet das dann auch, wenn wir jetzt mal ganz auf die Metaebene gehen, Anke, es braucht im Moment einfach den Krieg an verschiedenen Standorten auf der Welt. Es braucht dieses Thema Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung im Bewusstsein der Menschen, einfach um bestimmte jetzt im Massenbewusstsein Lernerfahrungen zu machen, dass wir auch als Menschheit den nächsten großen Sprung nach vorne machen können. Oh ja. Also alles, was im Moment geschieht, was wir auf dieser Weltenbühne da zu sehen bekommen, hat einen riesengroßen kollektiven Sinn. Wir alle haben jetzt die Möglichkeit, die Wahl zu treffen, zu bewerten. Wir haben die Möglichkeit, unsere Blickwinkel zu verändern. Wir haben die Möglichkeit, zu spalten oder zu vereinen. Ganz vieles wird sichtbar. Und wie wir ja beobachten können, klappert es die unterschiedlichsten Themen ab. Also ich glaube, wenn dieser kollektive Shift vollzogen ist, dann wurde da kein einziges Thema ausgelassen. Da wird es noch ein paar Themen geben, die für uns spannend werden. Weil wir immer wieder die Wahl bekommen, worauf richte ich mich aus? Wie gehe ich jetzt mit diesen Energien um, mit diesen Themen? Ich kann in die Angst gehen, in die Panik gehen, ich kann in die Gegenwehr gehen, ich kann aber auch absolute Anerkennung lernen, allem gegenüber. Also was im Moment kollektiv geschieht, ist ein unfassbar goldener Schlüssel für uns alle, um in unserem eigenen Bewusstsein einen Quantensprung hinzulegen, wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen und zu lernen, aus der Bewertung rauszugehen. Und egal, welches Thema wir uns angucken, ob jetzt Klimawandel oder was auch immer. Lass uns da tiefer einsteigen. Wie sieht dieser Quantensprung aus deiner Wahrnehmung heraus, den wir jetzt machen können? Und sprichst du da als allererstes wahrscheinlich vom Individuum, also dass jeder für sich selber die Entscheidung trifft, weil wir 100% Schöpfer sind? Und wenn das dann genügend machen, wird das kollektive Bewusstsein automatisch hinterherrutschen? Genau. Also unser kollektives Bewusstsein ist so geprägt, dass wir die Verantwortung abgegeben haben. Wir sind sehr bequem geworden. Ob wir unsere Kinder in die Schulen geben und es dann den Lehrern überlassen oder was auch immer wir tun, ja, ob wir an irgendwelche Smart-Geräte, ja, ob wir uns von denen unser Licht lenken lassen, was auch immer. Wir sind sehr bequem geworden. Wir haben verlernt, Schöpfer unserer selbst zu sein. Und dieser Bereich wird ja sehr schön verstärkt im Moment. Also uns werden Angebote gemacht, noch bequemer zu werden, noch weniger zu tun oder noch mehr die Verantwortung abzugeben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit, aus diesen Erkenntnissen heraus jetzt zu beginnen, wieder unsere eigene Verantwortung uns bewusst zu machen und auch zu übernehmen. Das ist im ersten Moment erstmal unbequem, weil wir wirklich verzogen sind, was das betrifft. Also wenn ich nur drüber nachdenke, mein Kind vielleicht, was weiß ich, selbst zu unterrichten, das ist schon anstrengend. Es ist viel einfacher, das unsere Kinder an die Lehrer abzugeben. Und das heißt, es betrifft jeden Einzelnen von uns ganz individuell, rund um den Globus herum. Und je mehr wir uns jetzt dem großen Ganzen öffnen, je mehr wir in diese Bedingungslosigkeit hineingehen, aufhören zu kämpfen, aufhören dagegen zu sein oder gegen irgendetwas zu sein und stattdessen unser Dafürfinden. Wofür gehe ich? Wofür stehe ich ein? Für mich ganz persönlich. Ohne andere Bereiche abzulehnen. Umso mehr entwickeln wir uns in unserem eigenen Bewusstsein. Und das ist ein Riesenfeld. Also auch ich lerne noch täglich dazu, habe täglich meine eigenen Bewusstseinssprünge in mir, weil ich immer noch merke, es gibt ganz viele Bereiche, wo ich bisher noch nie hingeguckt habe. Wir lernen uns unseren Ängsten zu stellen, gehen dadurch ins Vertrauen. Wir lernen, den Verstand loszulassen, der ja im Moment wirklich Error
auf Error läuft und irgendwann sich geschlagen geben muss, weil wir voll sind mit den unterschiedlichsten Informationen. Und dann lernen wir, unserem Gefühl zu vertrauen, uns von unserer Intuition führen zu lassen. Also es ist eine unglaublich tolle Zeit. Und das geht dann über in ein Massenbewusstsein, das dann wiederum eine ganze Gesellschaft steuert, lenkt, beeinflusst. Also so sehe ich es. Wieder so spannend, was du sagst, und ich überlege jetzt gerade, mit welcher von den 10 Fragen, die ich jetzt im Kopf habe, machen wir weiter, weil es das Gespräch lenkt. Diesen Quantensprung, den wir jetzt machen können, Anke, du hast gesagt, der beginnt in jedem von uns mit der Eigenverantwortung. Gibt es Worte, mit denen du den beschreiben könntest, auf individueller und auf kollektiver Ebene, worum es jetzt in den nächsten Jahrzehnten geht? Oder in deiner Welt, wie würdest du es vielleicht auch energetisch beschreiben? Ja, wir haben die Möglichkeit, unsere Schöpferkraft abzugeben, immer mehr abzugeben. Und wir haben die Möglichkeit, in unsere Schöpferkraft zurückzufinden. Das ist der große Shift. Und es wird viele Menschen geben, die entscheiden sich für das eine und viele Menschen, die entscheiden sich für den anderen Weg. Und wenn wir uns dazu entscheiden, in unsere Schöpferkraft zurückzukommen, dann ist das ein sehr anstrengender Weg, der uns viel kostet. Er kostet uns vor allem, unsere Ängste loszulassen. Denn die Angst ist der Bereich in uns, der uns klein gehalten hat, der dafür gesorgt hat, dass wir die Kontrolle abgeben. Das heißt, wir müssen über uns hinauswachsen, über unsere Ängste hinauswachsen. Und da wir tiefst im Unbewussten mit unendlich vielen Ängsten programmiert sind, ist es ein Weg, der sehr, sehr spannend wird, der uns Step by Step durch alle möglichen Bereiche unseres Lebens führen wird. Wir werden immer stärker in uns, wir werden immer mehr über uns hinauswachsen. Und es ist aber keine Ego-Stärke, dieses, boah, bin ich jetzt toll und ich bin viel besser als du, sondern wir gelangen dadurch immer mehr in ein Verständnis unserer eigenen kosmischen Zusammenhänge, unserer eigenen Schwingung. Es wird ein Gleichklang, in dem das Ego immer mehr abnimmt, immer weniger eine Rolle spielt, der Verstand auch immer mehr loslässt. Also ich liebe es in meinen Seminaren, zu fragen, wer von euch vergisst in letzter Zeit unglaublich viel? Dann gehen fast augenblicklich sämtliche Arme hoch. Also wer von euch googelt Alzheimer? Und weil er das Gefühl hat, ich kann mich noch nicht mal an den Geburtstag meiner Kinder erinnern. Der Verstand lässt los und übergibt die Führung einer anderen Instanz. Und wir lernen auch, wir sind nicht alleine. Also wir sind verbunden miteinander. Wir lernen einen neuen Umgang miteinander, einen wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe. Diese Bewertungen hören auf. Dieses Kämpfen gegeneinander hört auf. Und so glaube ich, trägt es uns in ein vollkommen neues Menschsein hinein, in eine Erfahrung, die es, glaube ich, so noch nie gab. Und gleichzeitig, wenn ich dich richtig verstanden habe, wird es wie bei allem beide Ströme geben. Es wird auch eine Masse geben, die die Schöpferkraft einfach komplett abgibt. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, natürlich. Wieder in der Dualität auf der Welt. Aber das Wichtige ist, dass das Individuum, ich liebe immer diese Bezeichnung, Kollektivschicksal ist nicht dein Individualschicksal. Du als Individuum kannst ganz klar entscheiden, ja, in welche Richtung, auf welche Straße möchtest du einbiegen. Ja,
Und dann gibt es viele, die stehen an der Front und die haben sich für dieses Leben einfach ausgesucht. Ich möchte meinen Mut kennenlernen. Ich möchte herausfinden, was bedeutet es wirklich, mutig zu sein. Und da haben wir ja tolle Chancen mit diesem ganzen Gegenwind, der passiert, mit dieser Meinungsmache, egal jetzt in welchen Bereichen. Also ich bin absolut unpolitisch, aber ich beobachte das natürlich und erlebe das auch selbst. Und wir können in allen Bereichen über uns selbst hinauswachsen. Andere sagen, nein, ich lasse lieber andere vorlaufen, aber ich möchte mich gehalten fühlen. Ich fühle mich gut innerhalb einer Gruppe, weil wir jetzt alle, und das ist auch so spannend, wir alle gehen kollektiv den gleichen Weg gerade gemeinsam. Wir durchlaufen die gleichen Herausforderungen, und viele Menschen halt sehr bewusst, sind uns bewusst, warum es geschieht, wofür es geschieht und wie wir dadurch wachsen können. Und das ergibt dann ein Wir-Gefühl, das ich so auf jeden Fall noch nicht kannte. Also für mich ist das neu und ich finde es wunderschön. Hast du mit dieser ganzen Erfahrung, die du ja auch in deinem Buch Neun Tage Unendlichkeit genau beschreibst, wenn wir jetzt mal eintauchen in die Zeit nach dem Koma, hat Anke Ewerts heute noch Angst? Nein. Nein, also wirklich, also das Wort Angst ist bei uns sowieso massiv überbewertet. Ich glaube, wir benutzen das Wort Angst einfach mal schön brav für alles. Nein, Angst habe ich überhaupt nicht mehr. Ich habe immer noch Unsicherheiten. Okay, Also, dann nimm uns mal mit, wie definierst du Angst? Und was ist der Unterschied Unsicherheiten? Unsicherheiten ist dann wahrscheinlich, wenn du ein neues Lernfeld aufmachst. genau. Also, ich hatte extreme Angst, in meine Kraft zu kommen. Ich habe alles getan, um das zu vermeiden. Ich hatte furchtbar Angst, meine Wahrheit zu sprechen, früher in meinem alten Leben. Bin dadurch verstummt, habe alles getan, um das zu vermeiden. Angst ist ein Mechanismus für mich jetzt, der in uns dafür sorgt, in einen eigenen inneren Mangel uns hinein zu manövrieren. Angst ist sehr tricky. Eine Unsicherheit ist für mich eine ganz andere Bewusstseinsebene. Da werde ich mit einem Thema konfrontiert und bin mir dessen bewusst und stehe an dem Punkt, traue ich mich das oder traue ich mich nicht? So ein bisschen wie ein Fallschirmsprung. Ich bin mit diesem Flugzeug hochgeflogen, habe diesen Rucksack auf den Schultern und es geht darum, springe ich oder springe ich nicht. Und diese Momente habe ich immer noch, weil ich natürlich vieles benenne, was im Moment manchen Menschen nicht gefällt. Und da muss auch ich jedes Mal die Entscheidung treffen, traue ich mich das oder eben nicht. Und wachse dadurch über mich hinaus. Aber ansonsten hat die Anke keine Ängste mehr, vor allem nicht vor dem Leben. Also ich liebe das Leben, ich liebe jede Herausforderung. Ich bin ein Angst-Junkie, wenn man so möchte. Also ich springe, auch wenn ich manchmal ein bisschen zögere, aber ich springe aus jedem Flugzeug, egal wie hoch das ist, Aber mit Fallschirm, oder? mit Fallschirm. Ich möchte sämtliche Ängste und alles, was so in mir hochkommt, also ich benutze das Wort Angst jetzt, weil wir es halt benutzen, aber diese ganzen Gefühle, die nicht meiner Wahrheit entsprechen, die ho hole ich regelrecht hoch, um sie zu überschreiben, um sie mir bewusst zu machen und durch was Neues zu ersetzen. Also ich bin ein sehr mutiger Mensch geworden, im Gegenteil von früher. Ich bin sehr wandelbar geworden. Ich lebe im Hier und Jetzt. Bin also fähig, Darf mein ich da Leben. mal reingehen? Immer oder merkst du, hast du auch die Phasen, wo du merkst, dein Geist haut dir absolut in die Zukunft ab oder in die Vergangenheit? Oder sagst du, was Eckhart Tolle lehrt, lebe ich jeden Tag? Das habe ich mit dieser Erfahrung wirklich verinnerlicht.
Nein, also ich denke überhaupt nicht mehr über die Zukunft nach. Die Vergangenheit ist komplett weg. Ich werde dir jetzt nicht mehr sagen können, über was wir gesprochen haben. Ich kann mich an keine deiner Fragen mehr erinnern. Sie sind nicht mehr wichtig. Was in Zukunft geschieht, ist für meinen Verstand nicht wichtig. Was ich aber kann, und das mache ich manchmal, ich kann mit meinem Bewusstsein in Raum und Zeit spielen. Ich kann also mit meinem Bewusstsein in etwas Vergangenes eintauchen, in vergangene Gefühle, in vergangene Erfahrungen, kann das wieder wahrnehmen und fühlen. Und ich kann auch in das, was wir Zukunft nennen, eintauchen. Ich kann also dadurch meine eigene Zukunft gestalten, weil ich meine energetischen Lichtfühler in die Möglichkeiten einer möglichen Zukunft hineinstrecken kann und für mich austesten kann, was fühlt sich gut an und was nicht, welche Wahl treffe ich. Das ist ein spannendes Thema, kommen wir gleich nochmal. Jetzt nochmal zurück, wie du das gerade beschreibst. Bedeutet das dann auch, dass so typisch gesellschaftliche Konzepte wie finanzielle Absicherung für die Zukunft und so weiter, vorausplanen, in deinem Leben keine Relevanz mehr haben? Oder gibst du das dann an andere Menschen ab, die, ja, weil das hat ja alles, das reine Leben im Moment, es hat ja alles Konsequenzen. Also ich habe keine Versicherung. Ich bin kein Versicherungstyp, außer jetzt eine Haftpflicht oder so, so das, was man einfach haben muss. Ich habe verzweifelt versucht, aus der Krankenversicherung rauszukommen. Ich brauche für mich all das nicht mehr. Ich habe keinerlei Absicherungen. Ich spare nicht für irgendwas. Ich bilde keine Rücklagen. Ich brauche all das nicht. Aber das ist auch logisch. Ich habe den Tod erlebt und ich habe erlebt, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und vor allem habe ich erlebt, was das Leben lebenswert macht. Das sind Momente des Glücks. Das sind aber auch Momente, wie ich sie jetzt mit dir habe, wo wir tiefe Gespräche führen können, wo wir andere Menschen an etwas teilhaben lassen können, wo wir Samen säen können, die vielleicht in anderen Menschen etwas bewirken. Das sind wertvolle Momente unseres Lebens. Und ich versuche mein Leben damit zu füllen. Aber ich habe keinerlei Angst. Nein, ich habe weder ein Testament noch sonst irgendwas. Heißt das dann auch, dass durch die Erfahrung du wieder eine tiefe Verankerung ins Urvertrauen hingelegt hast? Weil du das alles nicht mehr brauchst, weil du einfach weißt, du bist, solange du in diesem Körper lebst, jeden Tag vom Leben auf irgendeine Art und Weise getragen? Weißt du, es hat bei mir keine Trennung stattgefunden. Ich bin in diese Ebenen eingetaucht und ich habe sie alle in dieses Leben zurückgebracht oder mitgebracht. Ich lebe kein Entweder-oder mehr, sondern ein Sowohl als auch. Deswegen ist das für mich schwer zu beantworten, weil alles integriert ist. Und auch in mir, in meiner energetischen Schwingung ist all das enthalten. Also ich habe das nicht mehr verloren, sondern ich habe ein Riesengeschenk bekommen. Ich habe trage diese oder diese Schwingung trägt mich durch meine Tage. Sie formt meine Worte. Ich denke nie oder fast nie über meine Worte nach. Ich lasse geschehen, so wie ich früher extrem kontrollierte und ein kontrollierter Mensch war. Ist jetzt das Gegenteil der Fall. Ich lasse geschehen und lasse mich führen und bin neugierig wie ein Kind, was das Leben mir alles zeigen möchte. Ja, du hast eben schon über dieses Thema Energie gesprochen und ich habe vor kurzem einen Beitrag von dir gesehen, wo du über die energetischen Lichtfühler sprichst, was auch der Grund war, gesagt habe, Anke Ewerts muss unbedingt in diesen Podcast. Es ist ja, Anke, für viele Menschen, ich nenne es jetzt mal in unserer modernen Welt, dieses Energy Management-Thema eine ganz, ganz große Herausforderung. Abgrenzung.
Abgrenzung von anderen Menschen, Abgrenzung von dem, was im Außen passiert oder im Feld des Massenbewusstseins schwingt, was uns jeden Tag auf allen Kanälen, Nachrichten, Social Media Kanäle präsentiert wird. Und du hast da, also was ich damals von dir gesehen habe, eine wunderbare Metapher entwickelt mit den Lichtfühlern, wie wir die dann auch einsetzen können und wie wir uns schützen können. Magst du uns mal in deine Welt mit reinnehmen, auch wie du das vielleicht für dich im Alltag machst? Ja, die Menschen wissen gar nicht, wie sie fühlen. Also es gibt unzählige Bücher und Veröffentlichungen und Gedanken und Gespräche übers Fühlen, aber wie fühlen wir eigentlich? Womit fühlen wir? Die Menschen glauben, sie fühlen übers Herz, das ist nicht wahr. Oder auf jeden Fall nicht nur. Wir besitzen in unserem Energiefeld Millionen feinster Lichtfäden, Lichtfühler, die aus unserer Aura, aus unserem Energiefeld hinaus in unsere Umwelt hineinreichen. Diese Lichtfühler sind in ihrer Ausrichtung überhaupt nicht begrenzt. Das heißt, ich kann jetzt nach Amerika in etwas hineinfühlen mit meinen Lichtfühlern. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe in ein Einkaufszentrum oder ich gehe in einen Antiquitätenladen, dann fühlt mein Energiefeld automatisch mit diesen unendlichen Lichtfühlern in alles hinein, was dort existiert. In jedes Buch, in jede alte Trompete. Diese Lichtfühler fühlen die Energien, die in dieser Trompete gespeichert sind, wer sie gespielt hat, ob da Traurigkeit in dem Instrument drin ist oder ob es das Lieblingsstück eines begnadeten Musikers war. Diese Lichtfühler vermitteln uns die Informationen, die in unserem Umfeld gespeichert sind. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ich jetzt in einem Raum bin oder ob ich mich über Social Media mit irgendwelchen Nachrichten beschäftige. Kurze Nachfrage. Ich brauche aber als Mensch ein bestimmtes Bewusstsein, um das auch wahrnehmen zu können, was diese Lichtfühler fühlen. Weil die meisten Menschen, wenn du jetzt sagst, ich spüre, ob die Trompete, ob da Traurigkeit gespielt wurde, sagen, wovon redet sie jetzt eigentlich? Ja. Also der Bewusstseinszustand des Menschen ist auch entscheidend. Was kann er dann davon wahrnehmen? Das ist ja, erstmal muss er wissen, dass er diese Lichtfühler hat. Ja. So, und dass über diese Lichtfühler Informationen in unser Feld gezogen werden, wie ein Schwamm. Es ist also nicht nur die Aura, sondern wir können auch raumüberschreitend eben nach Amerika oder sonst wo reinfühlen dadurch. Und wir ziehen diese Informationen in unser Feld. Wenn man sich dessen bewusst wird, kann man lernen, damit zu spielen. Dann kann ich lernen, aha, wo möchte ich meine Lichtfühler denn hineinfühlen lassen? Möchte ich wirklich im Moment in all diese verschiedenen energetischen Angebote hineinfühlen? Dann bin ich ganz schnell überfordert. Dann wird mein Körper krank, weil einfach zu viel an verschiedensten gegensätzlichen Informationen in seinem Feld ist. Oder lerne ich, sie gezielt auszurichten. Also ich zum Beispiel habe mich deswegen aus Facebook verabschiedet. Ich kann da gar nicht mehr drin sein, weil mir auf zu engem Raum zu viele Informationen vermittelt werden, in die ich gar nicht rein will. Mich interessiert gar nicht, ob ein anderer Mensch, der da jetzt irgendwas postet, ob der jetzt gerade glücklich ist oder nicht. Und ich habe gelernt, meine Lichtfühler, mein Gefühl ganz bewusst auszurichten. Nämlich auf das, was mir Kraft gibt, auf das, was mich nährt, was mich stärkt, damit ich in meiner Mitte bleiben kann. Und dadurch verliere ich die Balance nicht mehr. Und ich habe meine Lichtfühler aus allem herausgezogen, was mich schwächt oder ablenkt. Und das ist zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld, was den Menschen im Moment sehr, sehr gut tun kann, wenn sie sich dessen bewusst werden. Was kostet mich Kraft? Was kostet mich Energie? Was tut mir nicht gut? Ich drücke es jetzt mal in meinen Worten aus. Zieh dich dann daraus raus.
Entscheide selber, welchen Leuten du in Social Media folgst, weil du musst dir nur ungefähr die letzten 10 Beiträge anschauen und du weißt, was ungefähr im Kopf der Person abgeht und dich dann fragen, möchte ich dieses Bewusstsein auch in meinem Bewusstsein haben? Also ich kann ja auch auf Social Media, wenn ich ganz bestimmten Menschen. Ich habe eine spannende Sache gemacht am Anfang des Jahres. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, wem ich auf den Social Media Kanälen noch folge und was ich damit an Bewusstsein in meinen Kopf lasse. Ja. Und bei mir, wenn ich zum Beispiel, also es ist ja ein Kanal, der total kontrovers diskutiert wird, Twitter. Aber wenn ich auf Twitter bin, lerne ich jedes Mal was. Und wenn ich nur da 2 Minuten bin, weil die Menschen, denen ich folge, ganz bewusst gewählte Mentoren oder Denker sind, die Input liefern können, den ich brauche. Und damit, jetzt sind wir wieder bei der Dualität, die du vorhin so schön beschrieben hast. Nichts ist weder gut noch schlecht, sondern es ist, um jetzt in deiner Welt zu sagen, da tut es mir gut, die Lichtfühler Genau. reinzurichten. Da kriege ich was Näherendes raus und Genau. das möchte ich in mein Energiefeld lassen. Also das ist genau das, genau so gehe ich auch damit um. Es ist eine bewusste Wahl, eine bewusste Entscheidung, Eigenverantwortung. Ja, also nicht wie ein Schwamm in die große, breite Masse, oh Gott, ich habe Angst und suche Halt, sondern ich entscheide mich. Worauf richte ich mich aus? Mit welchen Menschen möchte ich mich energetisch verbinden? Welche stärken mich und vermitteln mir das Gefühl, wir gehen hier Hand in Hand durch eine spannende Zeit gemeinsam. Und von allem anderen löse ich mich. Ich achte ganz genau auf meinen Körper. Was fühlt sich schwer an? Wo zieht er sich zusammen? Wann ist er müde? Wann braucht er eine Auszeit? Dann bin ich auch die Erste, die die Termine absagt. Also ich gehe sehr stark in eine Eigenverantwortung. Bekomme dadurch, oder besser gesagt, ich gebe meinem Körper dadurch das Gefühl, ich nehme ihn ernst und bekomme dadurch eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Lebensfreude, die aus ihm heraus zum Ausdruck kommt. Und habe das Gefühl, ich werde wie an goldenen Fäden durch diese Zeit geführt. Mit immer zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Entwicklungsschritten, die mich immer stärker werden lassen, immer klarer in mir. Anke, wir haben den Podcast mit deinem Zitat begonnen. Du hast 2 Leben, eins vor deinem Tod, eins nach deinem Tod oder der Nachtoderfahrung. Wenn wir jetzt mal zurückgehen an den Zeitpunkt, wo du aus dem Koma zurück ins Leben geholt worden bist, könnte ich mir vorstellen, dass es da 2 schwierige Phasen gab. Und zwar die erste Phase, als du wach warst, den Menschen zu begegnen wieder, die dir begegnet sind, mit der Erfahrung, die du gemacht hast. Das würde mich als allererstes interessieren. Wie war diese Zeit für dich? Und die zweite natürlich ganz, ganz große Frage, auch wenn wir jetzt schon viel darüber gesprochen haben, nochmal zusammengefasst, wie hat sich dein Leben in deiner Wahrnehmung verändert seitdem? Okay, ah, du stellst so tolle Fragen. Naja, wenn du 9 Tage mit der Lichtquelle verbunden bist und dann kommt ein Oberarzt, glaube ich, und erzählt dir, wie knapp du dem Tod entronnen bist, wie begegnet man, da frage ich mich, wie begegnet man da so einem? Das kann ich mir vorstellen, kann nicht ganz einfach sein. Also, ich lebte damals in dieser Zeit, hatte meine Familie große Angst um mich, weil lange Zeit nicht klar war, ob ich das überlebe. Und auch die Ärzte ihnen das nicht sagen konnten. Und ich weiß noch, dass ich die Augen aufmachte. Das allererste Mal, man zog mir dann diese Kanüle oder wie das heißt, aus dem Mund und ich konnte meinen ersten eigenen Atemzug wieder nehmen. Und ich öffnete die Augen und vor mir saß meine Mutter an meinem Bett. Sie war grün eingepackt. Ich erkannte sie zuerst gar nicht. Sie hatte also eine Haube auf und Handschuhe. Das muss so sein in der Intensivstation. Und eine große Maske. Aber ich sah ihre strahlenden Augen. Und ich konnte doch kaum sprechen. Aber mein allererster Satz war: Mama, jetzt wird alles anders. Wie schön, dass du da bist.
Und das trägt mich seitdem durch meine Familie, durch mein Leben. Jetzt wird alles anders. Ich habe einen so umfassenden Blick auf mein eigenes Leben bekommen, dass das Alte einfach nicht mehr lebbar ist. Und ich genieße jeden Moment und habe dann komme ich gern zu deiner zweiten Frage. Ich habe mein Leben komplett Darf ich geschiftet. noch kurz reingehen? Ja. Vielleicht ist das nur in meinem Kopf. Die Begegnung mit den Ärzten danach. Die Ärzte, Oder einfach. ja, ich habe den Ärzten einen Vortrag gehalten, was wahre Liebe ist. Okay. Und ich habe nur noch über die Liebe gesprochen. Ob bei meinem Pfleger, der mich betreut hat, oder bei den Ärzten, die reinkamen. Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen, einen Tag nachdem sie mich aus der Intensivstation gelassen hatten, weil ich wusste, ich muss nach Hause. Mein Körper kann selbst heilen. Alles war nur noch getragen von Liebe. Die Ärzte haben das überhaupt nicht verstanden. Sie haben vor allem nicht verstanden, wie schnell meine Haut heilte. Und sie haben nicht verstanden, warum ich nur strahlend von der Liebe sprach. Sie dachten, das lag an den Opiaten oder eben an dieser komatösen Zeit. Dass ich eine Nahtoderfahrung hatte, das habe ich keinem erzählt. Also auf jeden Fall nicht den Ärzten. Das heißt, es gehört auch, und das ist meine Erfahrung, vielleicht wollte ich unbewusst darauf raus und jetzt kommt es auch, es gehört auch zum Bewusstsein dazu, zu wissen, mit wem du über was reden kannst und bei wem du besser den Mund hältst und Dinge für dich behältst. Auch eine wichtige Fähigkeit in der heutigen Zeit. Oh ja. Ja. Ich habe mein Vater ist Arzt, ich habe ihm natürlich davon erzählt und er lachte und meinte, das lag an den Opiaten, mein Schatz. Und ich habe da sehr schnell gelernt, den Mund zu halten, Ist das weil bis mein. heute noch so bei deinem Vater? Nein, nein. Also nachdem er dann mein Buch gelesen hatte, war er sehr erstaunt. Aber ich habe danach sehr schnell gelernt, den Mund zu halten, weil ich diesen wertvollen Schatz, den ich in mir trug, den wollte ich mir nicht zerreden lassen. Das war so, so wertvoll für mich, dass ich niemandem gestatten konnte, da auch nur den leisesten Zweifel dran zu haben. Oder darüber, ja. Ja, Ich habe mich war dann dann die entschieden. erste Person, mit der du das voll geteilt hast, oder war das dann wirklich auch das Schreiben deines Buches Neun Tage Unendlichkeit, dass du es so dann zum ersten Mal für dich voll verarbeitet hast und auf Papier gebracht hast? Über das Buch habe ich es verarbeitet und zu Papier gebracht. Vorher war das alles ein Prozess, der nur in mir stattfand. Ich habe den wenigsten Menschen davon erzählt, außer denen, denen ich wirklich vertraut habe. Ich konnte auch gar keine Worte dafür finden. Wie willst du Unendlichkeit erklären? Wie willst du diese Farben im Körper erklären? Also ich fühle mich heute noch so, dass ich immer das Gefühl habe, ich versuche, einen Fingernagel zu beschreiben, obwohl ich den ganzen Körper meine. Also es ist verrückt, dafür Worte zu finden. Okay. Aber ich wähle trotzdem sehr bewusst, was ich sage, ja. Ja, gut, dann gehen wir zu dem zweiten Teil nochmal. Die Lebensveränderung für dich seitdem. Du hast jetzt natürlich schon eine Menge beschrieben, aber auch vielleicht nimm uns auch nochmal rein. Du lebst im Hier und Jetzt ganz viel. Dein Alltag. Wie du mit Menschen umgehst, bist du vielleicht mehr allein? Was hat sich da alles getan und verändert bei dir? Also das Wichtigste, ich lebe nicht mehr von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Also ich reagiere nicht mehr auf die Welt da draußen und passe mich ihr an, sondern mir ist absolut klar, dass ich Schöpfer meiner Realität bin. Das heißt, ich erschaffe mir die Welt, die ich im Außen wahrnehmen will, in meinem Inneren. Das hat auch mit dieser Ausrichtung der Lichtfühler zu tun. Und umgebe mich sehr bewusst mit Menschen, die ich auswähle.
Also ich lasse nicht mehr jeden an mich ran. Ich bin nicht mehr fähig, oberflächliche Gespräche zu führen. Die langweilen mich nach 2 Minuten. Ich gucke kaum noch Fernsehen. Außer jetzt irgendwie ein Film, der mich jetzt anspricht. Ich esse kaum, vor allem nicht dann, wenn ich Seminare gebe oder so. Dann brauche ich kaum oder kein Essen mehr. Mein Körper ernährt sich über andere Ebenen. Was hat sich sonst verändert? Ich liebe das Leben. Ich freue mich auf alle neuen Erfahrungen, die ich machen kann. Ich bin jetzt, oh Gott, jetzt muss ich fast rechnen, 53, glaube ich. Nein, 54 bin ich. Und ich habe noch ganz, ganz viel auf meiner Liste stehen, auf meiner Wunschliste. Erfahrungen, die ich machen möchte. Menschen, denen ich begegnen möchte. Ich bin unfassbar dankbar in jedem Moment. Also mich trägt eine Dankbarkeit durch jeden einzelnen Moment. Und ich habe immer diesen, weil du vorhin Eckhart Tolle ansprachst, ich habe immer diesen Beobachter an meiner Seite. Immer diesen Teil, der mich selbst dabei beobachtet, was ich wie wann mache. Und das ist herrlich. Also immer diese höhere Perspektive auch einnehmen zu können, ist wunderbar. Ich switche durch die Welten. Ist das eine Fähigkeit, die nach dem Koma dann einfach da war, oder musstest du die auch noch bewusst trainieren? Wie Eckhart Tolle das ja zum Beispiel auch beschreibt, immer wieder in diese externe Perspektive gehen, dir selbst beim Leben zuzuschauen. Oder war das dann einfach da? Das war da, weil ich ja die höhere Perspektive eingenommen hatte. Ich kam ja aus dieser höheren Perspektive in diesen Körper und in, auch in diese Verstandeswelt zurück. Und das hat sich seitdem nicht mehr verändert. Das meine ich auch mit diesem sowohl als auch. Also ich bin mit einem einzigen Gedanken bin ich wieder dort in diesen Ebenen. Es gibt keine Trennung mehr. Ich kann Energiefelder sehen. Ich sehe das Potenzial in den Menschen. Also ich habe mich ganz klar entschieden, mich nur noch auf das Potenzial auszurichten, das jedem Menschen innewohnt. Nicht auf seine Geschichten, nicht auf sein Leid, nicht auf die Schwere, die er in sich trägt, sondern welches Potenzial möchte entdeckt und aktiviert werden? Und das möchte ich verstärken. Da möchte ich gern bei den Menschen mit meiner Kraft rein und möchte ihnen Luft unter ihre Flügel pusten, sodass sie einen ähnlichen Weg in sich gehen können, den ich gegangen bin. Das wünsche ich mir. Hast du noch negative Gedanken über einen längeren Zeitraum oder dass du dich mal in was einsinkst, in was Negatives? Nein. Also ja, das kommt mal, aber über einen längeren Zeitraum nein, denn das wird mir ganz schnell bewusst. Also ich habe auch noch diese Mechanismen, kann mich auch noch in etwas hineinsteigern, aber spätestens nach 10 Minuten lacht da dieser Beobachter, lacht mich aus und sagt, was machst du denn da? Weil du dir selber zuguckst und dir dann ganz schnell bewusst wird, jetzt wird es lächerlich oder kein Drama bitte hier. Ich liebe zum Beispiel meine Selbstmitleidszeit, die ich ganz bewusst ab und zu mir gönne. Meine Badewanne voller Selbstmitleid, da lasse ich auch wirklich eine Badewanne ein, ich mache Kerzchen an, kommt eine Flasche Rotwein dazu. Und ich tue mir richtig leid. Ja, also wenn es gerade so angebracht ist. Und auch das mache ich bewusst. Ich genieße das. Ich gebe mir Zeit, mir jetzt einfach mal leid zu tun und diese Gefühle hochkommen zu lassen. Und ich habe auch da diesen Lachenden oder diesen Beobachter dabei und merke dann so nach 20 Minuten, so jetzt habe ich mir genug Leid getan, jetzt kann ich wieder glücklich sein. Also alles, was ich mache, folgt bewussten Entscheidungen. Wie kann jemand, der dieses Konzept jetzt hört, versteht, das Konzept des Beobachters oder der Beobachterin und sagt, Anke, das will ich auch können. Ich möchte aber dafür keine Nahtoderfahrung haben. Wie kann man sich vom Bewusstsein dahin entwickeln?
Zuallererst mal, indem man diese Entscheidung trifft. Also das ist mal der allererste Punkt. Ich muss es wollen. Und dann muss ich das ein bisschen üben, wie es Eckhart Tolle sagt und wie du es ja auch sagst. Es gibt wundervolle Menschen, die das beibringen und dahin führen auch und die unterschiedlichsten Wege. Ich bin jemand, ich nehme die Menschen mit auf sogenannte Seelenreisen. Also ich erzähle ihnen etwas, zum Beispiel über die Lichtfühler, und dann hole ich sie aber ins Gefühl und sage, jetzt schließ mal deine Augen. Ich zeige dir jetzt mal, wovon wir eben gesprochen haben. Und dann bringe ich sie in einen wahrnehmbaren Zustand, in dem sie mit diesen Lichtfühlern spielen können. Und auf die Art und Weise zeige ich ihnen alle möglichen Bewusstseinsebenen, die ich erfahren habe. Das ist das eine. Andere, die brauchen Tools, die brauchen bestimmte Regeln, aber wir alle müssen es üben. Ich jetzt nicht, aber es ist lern- und übbar und zwar relativ leicht. Wenn ich den Schalter einmal in mir umgelegt habe, wenn ich einmal erlebt habe, erfahren habe, wie sich das anfühlt, was damit überhaupt gemeint ist, dann ist es, als gäbe es jetzt in unserem Computer einen zusätzlichen Ordner, den wir jederzeit anklicken können und der sich mit einem einzigen Klick, mit einer einzigen Entscheidung öffnet. Ja. Das ist auch meine Erfahrung. Du musst es einmal erleben. Ja. Davor ist es ein rein theoretisch-verbales Konstrukt. Genau. Ja, schön. Dein Buch 9 Tage Unendlichkeit geht bald durch die Welt. Ja, der nächste Quantensprung für mich, raus aus meiner deutschen Blase. Es wird im August ins Englische übersetzt und ich habe gehört, es geht irgendwie nach Kanada, Australien, Indien, Amerika, England. Keine Ahnung, was dann auf mich zukommt. Aber ich freue mich. Die Welt möchte, dass du dich zeigst, Ja, ich glaube auch, nach ja. außen gehst. Wie hast du das mit deiner Schöpferkraft gemacht? Es war mir die ganze Zeit klar. Also ich habe auch zum Beispiel ganz spannend, als es um das erste Buch ging, und mir der Vertrag zugeschickt wurde, habe ich mir die Filmrechte behalten. Ich konnte ihn nicht unterschreiben mit diesem kleinen Passus, dass die Filmrechte abgegeben werden. Und ich wusste damals, ich war ja absoluter Neuling, ich wusste überhaupt nicht, was hat es überhaupt mit irgendwelchen Rechten auf sich. Und mir ist ganz klar, dass es irgendwann einmal verfilmt wird. Das weiß ich. Und da möchte ich gerne mitreden, wie dieser Film dann gestaltet wird. Und mit England, Amerika war es das Gleiche. Ich weiß heute, dass mein Verlag sagte, das ist wie ein Sechser im Lotto, dass die einen deutschen Autor nehmen. Aber es wird in Hay House vertrieben werden und da freue ich mich sehr drauf. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Ritterschlag. Und jetzt gleichzeitig im Herbst kommt auch dein zweites Buch auf den Markt. Magst du uns kurz davon erzählen? Gerne. Im Oktober kommt die Unendlichkeit in dir. Das wird ein Nachfolgebuch zu meinem ersten, an dem ich die Menschen an die Hand nehmen möchte. Dort erkläre ich zum Beispiel auch diese Lichtfühler. Ich erkläre, warum die Seele in den Körper möchte, wo sie sich im Körper verankert hat, warum wir fühlen, warum wir denken. Also eigentlich all das, worüber wir uns hier unterhalten haben, wird in diesem Buch erzählt. Es wird wieder eine Art Reise sein, die der Leser mit mir gemeinsam durchlaufen kann. Und das Tolle ist, es wird ein sehr modernes Buch, denn dort sind immer wieder Audioreisen hinterlegt. Okay. Also auch da kann ich das machen, was ich so sehr liebe, nämlich bestimmte Themen erzählen und den Verstand mitnehmen, damit er es begreift, aber dann auch über geführte Audioreisen in diese Welten mitnehmen und sie gleich bewusst machen. Schön, Also dass ich freue mich wir riesig. üben das Ganze. Ja. Das wird bestimmt mega, mega. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg bei beiden Projekten. Ich würde gern, Anke, mit dir zum Abschluss noch über ein Thema sprechen. Wie wichtig ist in unserer weltlichen Erfahrung Vergebung? Was ist Vergebung?
Und ja, welche Rolle sollte sie in unserem menschlichen Leben einnehmen? Vergebung kann man nicht tun. Vergebung ist ein Zustand. Es ist noch nicht mal eine Entscheidung. Denn wenn ich mich entscheide zu vergeben, dann findet es nur im Verstand statt. Vergebung ist etwas übergeordnet. Es ist die Erkenntnis, es ist verbunden mit der Erkenntnis, dass es keine Schuld gibt, dass alles einem höheren Plan folgt, den ich im Moment nur nicht verstehen kann, dass alles, was geschieht, meine eigene Schöpfung ist, ob bewusst oder unbewusst, ob aus seelischen oder menschlichen Ebenen heraus. Und Vergebung ist der goldene Schlüssel in eine Allverbundenheit hinein. Nur wenn ich vergebe, kann ich darüber hinaus wachsen und mich als das erkennen, was ich bin. Aber auch hier, die meisten Menschen sind aufs Außen gerichtet und versuchen, dem Außen, dem anderen zu vergeben. Die wenigsten Menschen gucken auf sich und sagen, mein Gott, ich muss in allererster Linie mal mir selbst vergeben, dass ich so hart zu mir war, dass ich geurteilt habe, dass ich so lange auf dem Schlauch stand oder immer noch Angst habe vor den nächsten Schritten oder was auch immer. Also Vergebung kann nie nur einseitig geschehen, nimmt mich selbst immer mit, ansonsten ist sie nur halb. Und Vergebung ist eine ganz wichtige Treppenstufe in die bedingungslose Liebe hinein. Ist das ein Prozess, den du auch in den 9 Tagen gemacht hast? Durch die Erkenntnis, dass es keine Schuld gibt, dass es keine Wertung gibt, keine Erwartung gibt aus schöpferischer Sicht, weder von Gott noch von unserer Seele noch von wem auch immer, sondern dass das alles nur kirchlich gemacht ist, dass das alles nur entstanden ist, um uns in eine Angst, in ein Kleinsein, in eine Abtrennung hineinzubringen, hineinzumanövrieren. Wenn wir das einmal erkannt haben, dann fällt dieses Kartenhaus automatisch in sich zusammen. Es kann sich nicht mehr halten. Du hast jetzt gerade gesagt, Vergebung ist noch nicht mal eine Entscheidung, weil es dann eine rein kognitive Sache wäre, sondern es ist ein Seinszustand. Trotzdem ist es ja so, die Menschheit, wir leben ja im Moment in der linken Hemisphäre unseres Gehirns. Das ist ja ein. Also wenn mich jemand fragen würde, wenn du eine Entscheidung auf der Welt treffen könntest, die die Welt verändert, wäre es, die Menschheit dazu zwingen, in die rechte Gehirnhälfte zu kommen. Oh ja. So, ja. Es ist ein Weg, auf dem ich selber bin. Deswegen weiß ich das auch aus eigener Erfahrung. Unsere Gesellschaft ist hirnlastig im Moment, links, kognitiv. Wenn wir jetzt über Vergebung sprechen und du sagst, es ist ein Seinszustand, um trotzdem die Menschen, Anke, da abzuholen, wo sie gerade stehen. Wie können sie es machen? Also, dass der Verstand zumindest versteht, es lohnt sich, in diesen Vergebungszustand zu kommen, weil danach die bedingungslose Liebe kommt. Meine Erfahrung ist immer, du musst in der heutigen Zeit den Verstand abholen bei der breiten Masse noch, damit dann der nächste Schritt kommen kann. Muss, denn sonst blockiert er. Sonst grätscht er rein und dann kommt er mit 100.000 Zweifeln oder Argumenten und dagegen sind wir fast machtlos, solange wir auf ihn hören. Er muss mitgenommen werden. Wir müssen einen Weg finden, um den Verstand abzuholen und ihn dazu zu bringen, sich auszudehnen in etwas Höheres, Übergeordnetes. Ich mache es halt, indem ich sage, so, komm, jetzt mach mal die Augen zu oder Verstand, lehn dich mal zurück, ich zeig dir das. Und dann kannst du immer noch wählen, ob du das blöd findest oder ob das vielleicht sogar für dich in Ordnung ist. Wir müssen den Verstand mitnehmen. Es bringt gar nichts, ihn auf rosa Wölkchen zu setzen und ihn zu umgehen.
Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. Wie wichtig ist. Machen wir das bei, wie nehmen wir den Verstand mit beim Thema Vergebung, auch wenn es ein Seinszustand ist und keine kognitive Entscheidung? Wir müssen es ihm zeigen. Mhm. Also wir können es ihm entweder erklären, dann ist es aber aus meiner Sicht ein sehr mühsamer Prozess, weil er immer Gegenargumente findet oder ein Ja-Aber findet. Am schönsten ist es, wenn wir es ihm zeigen. Wenn wir ihm zeigen, wie sich auch für unseren Verstand, wie es sich für ihn anfühlt oder was für ihn bedeuten könnte, wenn er mal loslässt, wenn er mal die Kontrolle abgibt einer höheren Instanz. Denn über dem Verstand existiert in uns allen ein höheres Wissen, ein kosmisches Wissen. Über dieses kosmische Wissen fließen uns dann automatisch alle Worte, alle Informationen, alle Lösungen zu. Der Verstand muss nicht mehr wie ein alter Commodore-Rechner in irgendwelchen Schubladen wühlen und irgendwelche anstrengenden, mühsamen Verknüpfungen herstellen, sondern wenn er einmal angedockt ist an dieses höhere Wissen, dann wird es auch für ihn ganz easy going, weil dann kann er sich ausruhen, er lernt, wie die Informationen, die gebraucht werden, automatisch zu fließen. Und das ist der Prozess, auf den wir, oder der Weg, auf den wir uns alle begehen dürfen. Ja. Machen dürfen. Ja. Ja. Rechte Gehirnhälfte. Also, wenn nach diesen jetzt ein, dreiviertel Stunden eine Sache klar ist, 9 Tage Unendlichkeit ist ein Buch, das du lesen musst, wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du jetzt auch noch dran bist, dein zweites Buch, die Unendlichkeit in dir, das wird dann die Leselektüre im Herbst. Anke, ich danke dir für das ganz, ganz wundervolle Gespräch. Eine unglaublich lehrreich, unglaublich tiefe Erfahrung, die du da gemacht hast, und du hast eine sehr, sehr, sehr schöne Art, das zu erklären und zu teilen mit Menschen und die Menschen da mitzunehmen. Und auch wenn es vielleicht nicht jeder greifen kann, ich glaube, es ist spürbar geworden jetzt in der Zeit, dass da noch ganz, ganz andere Ebenen kommen und ganz andere Dimensionen, auf die wir uns einlassen können. Und vor allem auch für mich so die Kernessenz in 3 Worten: Du darfst vertrauen. Ja. Das ist alles. Du darfst vertrauen. Du bist so viel mehr, als du glaubst. Die letzten Gedanken gehören dir, was auch immer du mit allen Zuhörern teilen möchtest, liebe Anke. Oh, wie schön. Danke dir. Ich möchte dir gerne sagen, bitte nimm Druck raus. Bitte setz dich nicht unter Druck. Du kannst nichts falsch machen. In dieser Zeit sowieso nicht. Vertraue deinem Gefühl. Lern deinem Körper zu vertrauen. Der weiß, wo er dich hinführen möchte. Der weiß, was sich für dich gut anfühlt und was nicht. Der Weg, der vor dir, vor uns liegt, ist eigentlich ein sehr leichter Weg. Viel, viel leichter, als es sich dein Verstand denkt. Und daher bitte ich dich, mach's dir leicht. Nimm Druck raus und richte dich auf die Dinge aus in deinem Leben, die dich aufbauen, die dir gut tun und Kraft geben. Und das ist schon die halbe Miete. Danke, dass du hier zu Gast warst. Danke für dein Sein. Anke Ewerts. Vielen lieben Dank.